Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um mein früheres Leben in Ägypten. Also bleibt dran! Tja, komischerweise sind alle, die irgendwelche Rückführungen gemacht haben, entweder Kaiser, Könige, Pharaonen oder sonstige berühmte Persönlichkeiten. Das ist natürlich bei mir nicht anders. Ich habe nämlich Anfang 20 eine Rückführung machen lassen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das eine Rückführung war oder ein mediales Sehen, denn ich war bei einer Frau zu Hause im Kleve am Niederrhein und die Dame hat sich dann mit meinem höheren Selbst verbunden, ohne dass ich was gespürt habe und mir eine richtig verrückte Geschichte erzählt. Die ist so verrückt. Ich bin so froh, dass ich sie jetzt nach all den Jahren endlich euch erzählen darf. Dann könnt ihr mit mir gemeinsam schmunzeln. Es war wie folgt. Sie sah mich auf einem Thron. Mehrere Stufen führten hoch hinauf und ich saß ganz oben. Ich hatte einen Hut auf mit einer Schlange, also so wie so eine Schlange, und saß da wie eine Herrscherin. Und alle unten, alle Menschen, die mussten sich verbeugen. Also durften mir nicht in die Augen schauen. Es war verboten, mir in die Augen zu schauen. Ja, jetzt schaut mir bitte in die Augen. Ich war eine sehr strenge Herrscherin, zumindest sagt sie das, soll ich gewesen sein. Und ich habe allen Menschen, die mir nicht die Wahrheit gesagt haben, bei Gerichtsfällen, sonst wie, habe ich den Kopf abgehackt. Ja, so war ich wohl damals. Richtig böse und gemein, doch es wird noch besser. Eines Tages stand dann unten an den Steinpforten ein Mann, ein gut aussehender Mann. Und er wollte Krieg mit mir führen. Tja. Und da hat sich das Herz der Pharaonin ein bisschen verliebt in diesen Mann. Der war aber durch einen Zauberer aus der Wüste gegen meine Liebesemotionen geschützt. Das heißt, er konnte nicht von meinen Liebesenergien und Zaubereien, die ich natürlich gemacht habe, denn ich hatte ja das dritte Auge durch die Schlange und konnte jeden sehen, ob er mich belügt oder nicht. Deswegen war ich ja so streng, weil ich sagte, wie kann man mich nur belügen? Unverschämtheit, Kopf ab. Naja, auf jeden Fall war er geschützt gegen meinen Zauber und widerstand mir absolut, obwohl ich alles gegeben habe, Leute. Wohl alles, um diesen Mann zu verführen. Tja, am Ende war ich wohl so verzweifelt, dass ich mir das Leben nehmen wollte, weil ich gesehen habe, was ist nur das Leben eines Herrschers ohne die Liebe? Tja, und so hat er sich dann endlich auch in mich verliebt, weil er gemerkt hat, ey, die meint's ja ernst mit mir, ist ja gar nicht so böse. Und zusammen haben wir bis zum Ende gelebt und ganz friedlich unser Volk regiert. Es gab dann keine Kopf-ab-Aktion mehr. Klingt das nicht nach einem Stoff für einen Hollywood-Film? Ich fand es einfach nur mega, also erstmal mega spannend, weil ich ja nichts mitbekommen habe. Sie hat sich ja, wie gesagt, medial verbunden und konnte irgendwie aus meiner Trickkiste da oben so Sachen herbeizaubern, die ich halt gar nicht so gespürt habe. Dennoch ist für mich eins klar, das muss stimmen. Ich zeige euch mal ein Bild, was ich knapp 4 Jahre davor gemalt habe, oder 5 dürften es gewesen sein. Und dieses Bild heißt Wiedergeburt. Muss ich noch mehr sagen? Ist da nicht eine ägyptische Königin zu erkennen, die wiedergeboren wird? Es ist unglaublich. Sie kannte das Bild ja gar nicht. Sie kannte gar nichts über mich. Damals gab es noch kein Facebook, wo sie hätte recherchieren können. Leute, es ist mindestens 13 Jahre her. Tja, und meine Zuneigung zu Ägypten, die war schon immer da. Ich war ja bereits mit 12 Jahren zum ersten Mal in Ägypten. Durch Zufall habe ich da irgendwie mit meiner Familie eine Nilkreuzfahrt gemacht und fühlte mich sogleich so super happy. Das war so, als ob ich das alles schon kenne. Total geil. Und als wir dann die Tempel, also die Totengräber da unten besucht haben, die waren genauso bunt wie mein Zimmer. Ich hatte nämlich immer Säulen gemalt und so Sternenhimmel bei mir im Bettchen. Und dann guckte ich mir diese bunten, also man sah noch so Farbreste, man wusste, es war mal ganz bunt und dachte nur, das sieht ja aus wie mein Schlafzimmer. Ja, war wahrscheinlich auch mal mein Schlafzimmer, so ein bunter Pharaonentempel, wer weiß das schon. Naja, und die Haare habe ich mir ja auch völlig verrückt geschnitten. Jetzt sehe ich ja noch mehr aus wie eine Pharaonin. Ziemlich crazy das Ganze. Ja, und damit ihr seht, dass zu meinem Pharaonenglück auch nichts fehlt, habe ich natürlich ja auch immer meine Katze. Das ist ja hier meine Bastet. Und meinen Beschützer, den Anubis. Auch die sind immer dabei. Die hatte ich
ja, ohne die kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Also schon ganz komisch. Es gibt viele Parallelen, die darauf hindeuten, dass das Ganze auch gewesen sein könnte. Für mich auf jeden Fall ist es wahr. Und vielleicht kommt ja auch nochmal dieser tolle Mann in mein Leben, der damals noch zu Füßen meines Tempels stand. Und heute vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich zu seinen Tempelfüßen stehen muss, aber wer weiß, ne? Bin immer noch auf der Suche nach dem Prinz Charming aus der Pharaonenzeit oder sonst wo. Wir werden sehen. So viel zu meiner Geschichte und ja, wenn ihr auch mal wissen wollt, wer ihr im früheren Leben seid, es gibt ja ganz, ganz viele da draußen, die sowas anbieten. Probiert das mal einfach aus. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gemacht. Dann schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was bei dir so rauskam. Warst du ein armer Bauer oder doch auch wieder Cäsar? Ich weiß auch leider nicht, wie die Pharaonin hieß. Also wenn es Kleopatra war, würde ja passen. Claudia Paunovic ist ja KLPA, die ersten beiden Buchstaben. Und Kleopatra ist ja auch KLPA. Aber ich will nicht Kleopatra gewesen sein. Die war ja dumm. Die ist dem Cäsar hinterhergerannt mit einem Baby. Das würde ich nicht machen. Oder vielleicht doch. Wir werden es vielleicht noch erfahren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank für jedes Abo. Ich habe mich mega gefreut, dass ich mittlerweile schon über 800 Follower habe. Wow, unglaublich. Weiter so, meine Lieben. Und bitte schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Video findet, was ich besser machen kann, was ich schlechter machen soll. Welches Thema euch interessiert. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Vielen Dank.